Doch was, wenn im eigenen Unternehmen ein Corona-Fall auftritt und man selbst in Quarantäne muss oder womöglich im Urlaubshotel? Gerrit Seebald mit Antworten. Corona kreiert Chaos. Nicht nur das Virus geht rum, sondern auch die Angst einer Ausbreitung auf die Arbeitswelt. Während Unternehmen Umsatzeinbußen befürchten, wissen Arbeitnehmer oft nicht, welche Rechte sie haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Was also, wenn beispielsweise der Arbeitgeber den Betrieb vorübergehend einstellt? Wenn der Betrieb in Quarantäne geht und man deswegen nicht mehr zur Arbeit gehen kann, muss der Arbeitgeber grundsätzlich das Gehalt weiterzahlen. Es ist ja Sache des Arbeitgebers, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsleistung erbracht werden kann. Doch was, wenn umgekehrt der Arbeitsplatz noch offen ist, ich selber aber unter Quarantäne gestellt werde? Auch dann ist der Arbeitgeber zunächst verpflichtet, das Entgelt weiterzuzahlen. Er kann sich das aber von der Quarantäne verhängenden Behörde, von dem entsprechenden Bundesland, zurückholen. Das gilt allerdings so nicht, wenn man im Ausland festgesetzt wird, wie beispielsweise die Touristen auf Teneriffa. Also, was, wenn ich auf Reisen unter Quarantäne gestellt werde? Wer im Ausland unter Quarantäne steht, hat wahrscheinlich Pech gehabt. Er hatte nur nach den dort geltenden Bestimmungen Anspruch auf Ersatz. Der Arbeitgeber kann ihm aber umgekehrt nicht vorwerfen, dass er nicht zur Arbeit kommt. Er kann es ja nicht. Und er wird allerdings kein Geld bekommen. Und was, wenn zwar weder Betrieb noch Arbeitnehmer unter Quarantäne stehen, der Weg zum Arbeitsplatz allerdings unmöglich ist? Was, wenn Bahn und Nahverkehr eingestellt werden? Wenn der öffentliche Nahverkehr nicht funktioniert und ich deswegen nicht zur Arbeit komme, dann gilt grundsätzlich dasselbe wie bei Schnee, Eis, Blätter. Ich habe das Wegerisiko. Das heißt, es drohen zwar keine Sanktionen, allerdings besteht auch kein Anspruch auf Bezahlung. Diese Fragen also rechtlich beantwortet. Eine bleibt offen. Was, wenn die Kita oder Schule geschlossen bleibt? Hier gibt es nämlich nicht das Recht auf eine Lohnfortzahlung, anders als wenn das Kind krank ist. Die erste Maßnahme sollte immer die Information des Arbeitgebers und eine gemeinsame Lösungssuche sein. Etwa Überstunden abbauen, im Homeoffice arbeiten oder eben Urlaub nehmen.